Hallo und herzlich willkommen zu Spiele mit Bart, meiner persönlichen Lieblingsrubrik. Wieder mal hier im stickigen Dreckskeller unserer Raketenbohnen-Redaktion. Wir müssen das so hinpacken, das beste Format an der schlechtesten Location, damit sich das irgendwie wieder ausgleicht. Damit sich das ausgleicht. Aber weil ansonsten hätten die anderen von Night nicht mehr Programme machen können. Das ist so. Der Night ist hier sehr groß bei Rocket Beans. Und wir wissen, uns ist schon bewusst, dass wir hier eines der Premium-Formate produzieren. Ich hab den Neid in den Augen von Ede und Nils gesehen bei Chat-Duell. Als er da war, und was war als Antwort? Baby-Problemi. Und sie raffen gar nichts. Tja. Das kommt davon, aber das Dumme ist, wenn ich wusste, dass man eine Meme einigermaßen planen kann oder so damit, oder dass man weiß, okay, streu mal dieses Wort oder benutze das mal, hätte ich vielleicht was Clevereres ausgesucht als Baby-Problemi. Wer hätte das gedacht? Es ergibt sich von alleine. So funktioniert. Es ist auch schön, dass ich am Anfang noch bei Chat-Duell noch gedacht habe, okay, es scheint zu wenige Trolle zu geben, scheinbar wollen die Leute das ernst nehmen? Mhm. Mittlerweile Folge 5. Baby Problemi, Penis auf der 1. Jetzt haben, als ob die Trolle gelernt hätten, ja? Wir haben sie schlauer gemacht, klüger. Sie können sich jetzt untereinander vernetzen. Oh nein. Was haben wir getan? Die Schwarmintelligenz hat ihr eigenes Bewusstsein. Ja, leider. Aufgenommen. Übrigens, bevor wir einsteigen, wir können es hier nochmal kurz sehen. Wir haben es, glaube ich, noch nicht vielen fetten direkt Dank gefeatured. Du hast es auch in einer Folge. Hier, du kannst es gerne nochmal. Wer ist der Echte? Wer ist nicht der Echte? Man weiß es nicht, gell? Man weiß es nicht. Schwer zu sagen. Es war eines Tages hier in der Redaktion, du hast, glaube ich, in einer der Spiele mit Bart-Folgen gesagt, ich hätte gerne auch von mir eins. Ich hätte schon gerne eins. Ich habe jetzt auch du eins. Du hast jetzt auch eins. Meine Freundin hat mir jetzt schon verboten, das zu Hause aufzuhängen. Hat sie das? Hat sie wirklich. Hat sie wirklich. Aber sie hat keinen Geschmack, sie hat kein Kunstverständnis. Aber wir brauchen es. Also es wird auf jeden Fall hier in der Redaktion hängen, zusammen mit deinem. Vielleicht am Eingang. Im Westflügel, genau. Ich finde es super, ganz ernst. Es macht mir vielen, vielen Dank. Ich weiß, es war sicher eine Menge Arbeit. Es ist jedes Mal wieder faszinierend, sowas zu sehen, auch mit diesem bösen Blick. Oh, mein Handy, danke. Ich lasse mein Handy heute. Du lässt es bringen. Um die Mitarbeiter zu testen, lasse ich das immer woanders liegen. Du versteckst es bewusst. Du bist wie dieser Probeesser dann, der so, haben Sie gewusst, ich war gestern schon bei Ihnen. Online. Thorsten ist ein Foodblogger, wahnsinnig aktiv in der Szene. Der kennt sich aus mit den ganzen Internetbewertungen. Und Daniela ist einfach unser Mittagsgast heute. Weil ein Essen schmeckt zu dritt natürlich viel, viel besser. Und wir wollen ja kein Aufsehen erregen. Deswegen in dieser Dreierkonstellation auf zum Mittagessen. Kommt. Nein, es ist Federico Mussolini. Frederike. So, bitte, vielleicht kannst du es mir dir bei dir mal aufstellen. Ich kann das mal hier ein bisschen aufstellen. So ein bisschen, ja. Es war schon in der Redaktion, als ich angekommen war, als es hier dann aufgetaucht ist. Genau. Wenn es der gleiche Hersteller, und ich denke mal, der von meinem Porträt ist, dann müsste es der Dimitri sein. Ich nehme an, es ist derselbe. Es passt zu gut. Es passt zu gut, ja. Vielen, also, vielen Dank. Ich weiß es wirklich. Wir geben Dimitri erstmal den Credit. Ansonsten kann sich der oder diejenige gerne melden, weil wir haben nur das Porträt hier in die Hände bekommen, ohne den begleitenden Brief. Schön, dass man sich sowas wünschen kann. Kannst du dich noch erinnern, wo wir aufgehört haben das letzte Mal? Oh, wir hatten diese mega krasse Szene, in der Gabriel mal ein bisschen geschnickser schnackselt hat. Also der hat die Glocken klingen lassen, nicht nur bei sich. Er hat einfach eine Orgie, nee, es war keine richtige Orgie, aber er hat geschnackselt mit der eigentlich für den der festen Prostituierten Baron von Glover. Ich sollte besser gehen. Ach, seien Sie nicht albern. Seien Sie nicht albern? Hat er ihn gerade auf den flotten Dreier eingeladen? Ja, genau, und jetzt sagt er ihr auch, pass auf, ich lege nur einen Fuffi drauf. Ja. Und dann machst du den Langheim Bombenleger auch nochmal. Er sagt einen ganzen Fuffi? Alter. What the hell geht denn da? Was würde Grace sagen? Sie würde den Schwanz abreißen, hast du schon gesagt. Na, okay, sie macht das nicht, also sie versucht's, aber sie hat nicht genug Kraft. Was? Alter! Was geht denn hier ab? Friedrich, ich kann doch nicht einfach Ihre Kleine übernehmen. Warum? Ich habe sie heute Abend sowieso nicht erwartet. Ich stehe eh auf Männer. Und ich würd sagen, das war der Mitteladel. Ja, also der Mitteladel ist ja die Prostituierte des Hochadels. Ja. Das geht ja alles so Hierarchien weiter runter. Und die hat sich einfach auf Gable draufgeschmissen, hat kein einziges Wort gesagt. Und Gable vor allem, da haben wir ja auch lang und breit drüber diskutiert. Ja. Mache ich auch Unexpected. Ja, wenn's, wife, I take it.
wenn schon angebrochen ist. Ja, ich meine, die hat sich ja, die wollte es ja. Und dann, man ist ja auch ein schlechter Gastgeber, wenn man dann Nein sagt. Was wir danach noch gemacht haben, war, wir haben jemanden ausfindig gemacht, diesen Typen in, warte mal, ich gehe mal kurz, muss erst nochmal gucken, das war hier in Buchenau, glaube ich, genau. Und der Typ wollte 14.000 D-Mark von uns haben. Ich erinnere mich, damit, ja. Weil der hat mit den, was? Ja, der war irgendwie mit dem Typen, der das Opfer war von vor einiger Zeit, wo die Polizei wohl Leber danach sucht. Mhm. Wir haben Verbindungen herausgefunden. Ja, wir haben ja den Zettel geklaut in der Polizei und hier bei dem kommen wir nicht durch, weil er 14.000 D-Mark will. Das ist natürlich die Frage, wo kriegen wir so absurd viel Geld her? Und das nur noch in Euro-Zeiten. Euro-Zeiten sind wir zum Glück noch nicht dann hinbekommen, aber der sieht schon so aus, als ob der 14.000 D-Mark Der hat ein 14.000 Euro Gesicht. Ja, guck mal, sind die schon da, die 14.000 Euro? Nein. Was sollen das? Sind sie noch nicht. Sind sie die 14.000? So viel Auswahl haben wir nicht, wir könnten mal, also wir merken uns das, Kohle kriegen, wenn wir irgendwo eine Möglichkeit sehen. Wir könnten den Baron von Glover mal fragen, hast du noch 14.000 D-Mark für uns über oder den Anwalt? Das wäre aber ein guter Freund, wenn er uns neben der Frau auch noch 14.000 Mark. Also gut, wir können nur in den Club. Anwalt, okay. Anwalt? Ja. Halte ich für... Ja, ist, glaube ich, am legitimsten oder so. Ist der seriöseste, ja. Vielleicht hat er ja einen Überblick über unsere Finanzen. Über unsere Finanzen natürlich, Gregor. Ich weiß ja nicht, das Geld ist einfach auf dem Konto da. Es ist einfach eine Zahl, die für mich keinen Wert mehr hat. Solange sie 6 Nullen hat, hat sie für mich keinen Wert. Hat sie für mich keinen Wert. Ah, Gabriel, kommen Sie rein. Hey, Harry. Hey, Harry. Es ist erstaunlich, die müssen es ja mehrfach aufgenommen haben, dass die Sätze mal angepasst sind, aber Susi kommt exakt gleich jedes Mal rein. Ja. Immer der Schritt und dann weiter. Sie ist auf Schienen. Sie ist auf Schienen. Ah, Geld auftreiben. Geld auftreiben. Können Sie eine Niere verkaufen? Jetzt doch den Wolf auf Sie. Könnten Sie für mich etwas Geld vom Ritterkonto abheben? Natürlich, wie viel brauchen Sie? 14.000 Mark. Wofür? Ist es klug, so viel Geld bei sich zu tragen? Ich behalte es nicht lange. Beste Antwort. Ich frage nochmal. Ja, in Ordnung. Ist ja Ihr Geld. Frau Hogel, gehen Sie zur Bank und heben Sie mir 14.000 Mark vom Ritterkonto ab. Ja, schönen Dank. Ja, schönen Dank. Vielleicht möchten Sie ein Testament machen, während wir warten. Ist das 14.000 Mark? Und wenn ich Ihnen einfach alles überlasse? Ich wünschte, Sie würden mir alles überlassen. Seltsames Gespräch. Warte mal, sie war schon bei der Bank und hat abgehoben? Danke, Schätzchen. Ja, sie hat immer ein bisschen Spesen dabei, auch in so einer schön schicken Lederumschlagtasche. Was ist denn mit Bank gemeint? Ist es vielleicht einfach so der eigene Lederkoffer, den er da bei sich stehen kann? Genauso wie die Zuckerdose ist eigentlich das Fass voll mit dem Kokain, ja. Wo man kurz mal reingreift, wenn man ein bisschen Nasencandy braucht. Birgit, gehen Sie an die Zuckerdose, gehen Sie an die Gabriel Knight Zuckerdose, holen Sie 14.000 D-Mark heraus. Danke. Klack. Und? Naja, es ging schnell, aber zum Glück müssen wir jetzt nicht noch irgendwelche Rätsel zwischendurch lösen. Das ist gut. Oder irgendwie, was war nochmal meine Kontonummer? 14.000 Mark in dieser wunderschönen Mondtasche. Wie gewonnen, so zerronnen, schätze ich. Wie gewonnen? Das Geld hat dir doch gehört die ganze Zeit. Es gehört dir immer noch. Er muss es auch dem alten Sack nicht geben. Ja? Nee. Er will es. Es ist nicht mal deine Schuld. Also, bis bald, Harry. Für München. Bis bald. Für Bayern und generell, er macht das. Ich gehe jetzt 1860 einen neuen Spieler kaufen. Ja, es ist wirklich, der kennt da nichts, ne? Der geht mit seinem Geld ganz locker um. Ganz locker, ja, wie so ein Neureicher eben. Ne? Für mich hat das keinen Wert einfach mehr. Geld, das ist nur eine Zahl, die auf dem Konto steht. Dann geben wir die 14.000 Mark weiter. Begleichen wir Schulden von Leuten, die wir nicht kennen. Ja, nur damit wir weiteres Rätselchen bekommen. Aber was könntest du denken? Wir wissen ja nicht, was genau der ist. Der lässt uns ja da nicht rein und sagt 14.000 Mark. Ich habe so keine Ahnung. Was könnte dahinter sein? Ist ein Menschenring? Sind da die... Ja, die 14.000 sind Asiaten, die alte Schulden, ja. Die haben sich so zusammengeleppt. Die haben sich nach und nach. Also hier mal eine Mark, da mal ein paar hundert. Alte Adelsschulden. Aber was wir dann kriegen... Sie schon wieder. Wahrscheinlich nur Informationen. Haben Sie das Geld, das Großberg mir schuldet? Ich gebe mal. Wir geben ihm das. So.
Achso, da ist es schon. Ja, da ist es schon. Hier. Ja. Was habe ich denn da? Guck mal da an. 14.000 Mark. In bar. Ich wollte aber in D-Mark. Da guckt er immer noch böse. Oh, zählt er nach? Zählt er nach? Sind das Hunderter? Oder nee, das wäre zu wenig, ne? Oder wohl doch Hunderter müssen sein. Doch, so Blöcke mit Hundertern sind schon ordentlich viel. Aber die sahen rot aus. Hunderter waren doch blau. Na egal, das ist, als ob die sich darum kümmern. Ich habe noch nie so viel Geld gesehen. Ich kann dir das leider auch nicht sagen. Herzlich willkommen zu Zwingerhausen. Das ist dieser geheime Zwingerclub. Das ist schon naheliegend, aber gut. Nicht gut, ha? Huh? Der Geruch. Das sind die stinkenden Tiere. Egal, wie viel ich sie sprühe. Sie stinken. Mit was? Einige Tiere sind so, ja. Bin interessiert, Ihre Geschäftspläne zu erfahren, Herr Knight. Okay, also Tiere... Weiter ging sein Plan nicht, weiter... Nee, ich komme hier rein, ich habe schon 14.000, da muss man doch nachgedacht haben, was man als Follow-up machen wird. Kannst du uns was sagen? Was wissen Sie über den Typen, den schwarzen Wolf bezahlt haben? Also, welche Art von Exoten haben Sie für Großberg besorgt? Also okay, Großberg, das Opfer, also der ermordet wurde, nachdem Kommissar Leber oder fahndet nach dem Mörder von Großberg. Der Typ hier hat für ihn Tiere besorgt anscheinend. Welche Art von Exoten besorgten Sie für Großberg? Alles. Katzen meistens. Exoten? Alles, was einen guten Mantel abgibt. Ach. Was man gut verkaufen kann. Aber für Sie... Wenn Sie bar zahlen, besorge ich Ihnen alles. Können Sie Nilpferde besorgen? Okay, vielleicht nicht sofort, aber nahezu sofort. Brauchen Sie ein paar Katzen? Er hat doch gesagt, er braucht Nilpferde. Ja. Gorillas? Ich beschaffe Ihnen Gorillas. Ich wollte Nilpferde haben. Nun, vielleicht. Ich lasse es Sie wissen. Irgendwo noch ein paar angebrochene Gorillas, die nicht abgeholt wurden. Ja, es ist wirklich, der hat offensichtlich, will der die Gorillas unbedingt loswerden. Hat Großberg die Tiere gehäutet oder waren Sie das? Eieiei. Hat Großberg die Tiere gehäutet oder Sie? Ich? Ich mach das. Natürlich. Kostet 250 Mark extra. Und ich mache gute Arbeit. Die Haut kriegen Sie ganz sauber. Aber nicht das Fleisch. Das Fleisch ist extra. Natürlich. Aber alle paar Monate. Großberg wollte das ganze Tier lebendig. Ich weiß nicht, was er mit denen gemacht hat. Ich stelle keine Fragen. Ich glaube, ich weiß es. Ich gebe aber keine Antwort. Nee. Vor allem, er weiß es. Ich bin mir auch nicht sicher. Also der Typ jagt Tiere, bringt sie zu dem Opfer Großberg, der sie hat häuten lassen für das Fell. Ab und zu auch mal das Fleisch, wofür er extra Geld nimmt. Ja, und ab und zu aber auch mal ein lebendes Tier, wo man dann schon direkt an den Werwolf denkt. Und dann ja, der Werwolf sagt, ich möchte mein Essen frisch haben. So frisch, wie es geht. Du weißt ja, wie so wie bei Oldboy, ne? Der lebende Oktopus oder sowas. Ja. Ich möchte auch mal einen frischen Bären oder so. Ja, du weißt ja auch nicht sonst, wo die vorher waren. Du willst den ja direkt. Das stimmt. Ich in will den Mund. Ich will eigentlich, aus dem Wald. Ich will, dass ich will eigentlich meinen Mund aufmachen, dass das Essen selber reinläuft. Ah. Wenn du hier so ein bisschen ein kleineres Tier in den Mund steckst und dann das große Tier dem kleineren Tier hinterher. Hinterher vergessen. Wir wissen es nicht. Wir sind keine Werwölfe. Du malst deine Zunge an wie so einen kleinen Fisch. So dass die da bist du so wie bei der Angel, ne? Also wenn, wenn du die anmalst wie eine Brieftasche, dann kriegst du... Da kommen die Frauen, ja? Das hast du jetzt gesagt. Ich wollte es kurz nach dir sagen, aber du hast es jetzt eigentlich gesagt. Das war ein Setup. Du wusstest, dass ich sofort Frauen ich wusste, sage, dass oder? Du Frauen sagst. Haben sie gesprochen, ja. Sprachen Sie mit Großberg, bevor er starb? Ja, klar. Vor ein paar Tagen. Ich habe den Bastard wegen dem Geld angerufen. Er hat mir von Ihnen erzählt. Aha.
Wirklich? Ja, klar. Er sagte, dass er einen neuen Partner hat. Und bald auch viel Geld. Und dann würde er mich bezahlen. Ich dachte, er lügt. Aber hier sind sie. Gut, dass er die Wahrheit gesagt hat. Ja. Ja. Gut, dass du dir keine Namen merken kannst. Also er meint nicht uns, Gabriel Knight, sondern den Säufer, der die Schulden beim Großberg hatte. Du weißt ja, der Typ, der immer schnell getrunken hat. Ich glaube, das ist der Typ, mit dem das Opfer zu tun hatte. Glaubst du, darum geht's? Ich glaube, darum geht's. Ich hatte gerade eben den kurzen Moment der Angst, dass sie uns umbringen wollten, damit sie an unsere Kohle rankommen oder so. Weil wir sind ja offensichtlich ein Wandler Geld. Ja, eigentlich, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich hätte ihn umgebracht. Ja, einfach selbst mal im Spiel. Ja. Dann wird die Kohle direkt auf unser Konto gegeben. Auf unser Konto. Das wäre echt schön gewesen. Ja, es kann, das ist alles es noch ist sehr verworren. Mord ist leider furchtbar kompliziert heute geworden. Also es sind mehr verwirrende Details dazugekommen und weniger Antworten bisher. Das stimmt auch. Okay, der hat halt Tiere bestellt, mir doch egal. Außer diese Komplettpakete mit Tieren. Also die, glaube ich, sind für den Werwolf und das würde wiederum bedeuten, der Großberg ist an seinem eigenen Haustier zugrunde gegangen. Oder er kann aber auch nicht selbst der Wolf sein. Das kann gut sein. Ja, er hat mal selbst geliefert und wurde ein bisschen mitgebissen. Er hat vielleicht auch das Falsche geliefert. Bei so Wölfen weiß man nicht, was die wollen. Man weiß es nicht. Deswegen heißen die ja Wölfe. Hey, wie liefen Großbergs Exporte denn so? Okay. Normalerweise bringe ich die Tiere rein. Selten raus. Ich habe hart gearbeitet, um zwei solche zu kriegen. Zwei solche was? Ja, sehr wortkarg. 14.000 Mark haben wir dir gegeben. Jetzt komm mal, spuck mal aus die Scheiße. Oh, wohin gingen die Exporte eigentlich? Taiwan. Ein Zoo behaupten sie, glaube ich aber nicht. Ein Restaurant, glaube ich. Und wird auch Wolfsfleisch an taiwanesische Restaurants verkauft? Warum nicht? Sie verkaufen Tiger. Diese Leute, die essen alles. Diese Meinung spiegelt nicht unsere wider. Es waren zwei Wölfe, richtig? Ja, klar. Männlich und weiblich. Aha. Also, er hat nicht nur Tiere importiert, sondern Export anscheinend die Zoowölfe, ne? Das waren doch. Ach, du meinst, er hat vielleicht die Zoowölfe geklaut oder sich geben oder, lassen? Oder der Dr. Klingmann war es ja, ne? Der ist ja auch jetzt mit dem Jagdclub. Genau. Und der hat dann die Wölfe, hier, nimmt mal mit, und die wurden dann nach Taiwan exportiert. Sie sind also nicht ausgeflogen. Sie sind nicht ausgebrochen, sondern potenziell das. Das wäre eine gute. Ja, und dann passt es ja ganz gut, dass sie gerade mit ihrem Werwolf da zugange sind. Dann kann man das gleich als Sache als verkaufen. Ein Paket, ja. Das heißt so ein Package-Deal, ja. Sehr gespannt. Kriegst du prozentual Abschlag, je mehr Wölfe du dazu bist. Ich sag dir, der hat so eine fiese Fresse, der wird noch gegessen von dem Werwolf. Der wird direkt, am nächsten Tag ist der tot. Ist das schwarzer Lippenstift, den er trägt, oder ist es einfach der Schatten? Das ist eine sehr gute Frage. Das ist wirklich so übertrieben schwarz. Die Acting School von Frankenfurter. Als hätte er richtig so eine drauf bekommen. So richtig, ja. Fetten. Ein blaues Pfeilchen genau auf den Lippen, aber nur. Kann ich sehen, wo Sie sie gehalten haben? Ja, sicher. Ich habe sie im letzten Käfig rechts gehabt. Der neben der Wand. Okay, das sind jetzt wirklich die Zoowölfe, nehme ich an, um die es geht. Die sind nicht mehr da, aber... Die sind nicht mehr da, aber okay, aber dann haben wir das Rätsel immerhin gelöst. Der letzte Käfig zur Polizei nochmal. Wir haben ihre Wölfe gefunden. Ja, oder jedenfalls den Käfig, wo sie gehalten wurden, bevor sie in die taiwanesische Küche exportiert wurden. Und jetzt geben sie mir meine 14.000 Mark. Und jetzt zurück. Auch. Er hat gesagt, da rechts, sie können sich angucken. Wieso läuft er so hin, als ob er unauffällig zu dem Teil hin will? Der Typ steht vor dir, er guckt dich an. Du musst nicht unauffällig sein. Nur mal ganz kurz hier reingucken. Ganz Suche. So. Oh, ein bisschen schaumfestiger morgen noch. Okay. Wunderbar. Schöne Aufarbeitung und dann das. Ja. Diese Tiere sind dreckig und hungrig. Dreckig? Ich würde gerne mal Dorn in so einen Käfig sperren und dort lassen. Also der Typ, glaube ich, heißt Dorn, mit dem wir gerade... Das schaffen wir vielleicht. Hier ist noch was. Da ist was. Mm. 14.000 Mark für Gras? Normalerweise geht es ein bisschen anders aus. Ja, mein Gott. Ist halt riecht wie Stroh.
Online-Stock-Footage von dem Tiger. Da, ist jetzt da war doch was, da liegt doch noch was in dem Heu. Da liegt noch was, ja. Aber du kannst ja erzählen, dass da nicht was drin liegt. Kann der hat doch gerade eben noch... Schnell greifen, noch man sieht es ein bisschen, ja. Da ist doch was drin, aber ich kann nichts erkennen. Die Katze wartet doch nur drauf, dass ich meinen Arm da nochmal reinstecke. Ja, okay. Ja, dann mach es. Hast doch zwei. Da ist doch was drin. Okay, welche Items haben wir? Was haben wir denn hier? Wir haben die Seite, wir haben die Wurst, wir haben die Wurst? Die Wurst? Keine Ahnung, aber ich meine, ja, das ist das Einzige. Lass mal okay, wir gucken erst nochmal weiter. Messer, natürlich stech ihn durch. Ja, durch das Gitter. Aber die stich. Ihr nicht? Also ich probiere es erstmal mit der Wurst. Wenn die Wurst es nicht ist, ist es das Stechen. Ein Tigerwurst. Oh Mann, hätten wir die nicht gekauft. Ey. Wir hätten hier ewig gewartet. Ewig. Weil wir 20 Mal gefragt haben nach der Wurst in den anderen Kapiteln. Danke, bitte. Yeah, du kriegst die Wurst. Dafür darf ich da kurz mal reingreifen. Yeah. So ein Lattenzaun, wo man reingratscht. Ach nee, das war das Hafenkonzert. Ein Harfenkonzert. Was? Ein Hafen? Nein, Hafen. Ey, und was machst du da? Wirklich, nimm doch einmal die Wurst jetzt. Nimm die Wurst und gib sie dem Scheißding. Du musst nicht immer nach rechts gucken. Der Typ steht direkt neben dir. Der sieht das alles. Ja, leg sie genau dahin, wo du greifen willst. Ja. Also ganz kurz, die Wurst kann er also reinwerfen von unten. Aber kurz da ein bisschen weiter vorne die Finger ins Heu zu packen. Not sure if Schwachsinn or not. Ja, okay, er ist weg. Okay. Stock footage is gone. Dann greife ich jetzt. Wie lang kann man eigentlich so eine Szene ziehen, ne? Wie lang kann man es machen? Ach komm! Ey, ich sehe im Hintergrund sogar, dass da noch Dschungel ist. Ich hab's versucht wegzukiehen. Wirklich? Ich hab schlecht gesehen, wie sie es bearbeitet. Ja, Mann! Oh, ist das blöd. Ich hoffe, das hat sich jetzt gelohnt. Oh, sind es die Hundemarken? Ah, die Wolfs, ja. Wolfmarken. Die Ole-Zurwürfe tragen eine. Solche Sachen hatten die anderen Wölfe an. Ja. Ah, du hast recht. Ja. This was it. 427 Punkte. Ja, da sind sie. Namensschilder der Wölfe. Geil. Parzival und Hilda. Bilder. Schilder von Hilda und Parzival. Okay. Dann gibt's hier noch was. Diese Tiere sind dreckig und hungrig. Ich würde gerne mal Dawn in so einen Käfig sperren. Und dort lassen. Ja, mach das doch. So, hast du noch was zu sagen? Wir haben alles, was wir brauchen. Ich glaube schon, ne? Da, 14.000 Mark. Ja, war teuer. Okay, macht nichts. Would not trade die Tür again. Macht nichts. Dann war's das, oder? Kein Top-Ebayer. Ja. Schnelle Lieferung, 3 Sterne. Extrem teurer Preis. Lass mal checken, haben wir noch was vergessen? Müssen Nein, wir denn... Buchenau war weg. Marienplatz okay. ist das Einzige, was noch ist. Okay, dann gehen wir da hin. Ich frage mich nur gerade, wo man jetzt am besten mit diesen Hundemarken hingeht. Also Marienplatz Zoo, ist, aber. Ja, aber der taucht jetzt hier gerade nicht auf. Vielleicht ist der Doktor im Club gerade. Dass wir dem Doktor... Also ich würde jetzt... Oder ist nicht hier auch der Polizist? Nee, der ist in ja? Basel-Locham okay. oder zumindest in einer anderen Location als hier. Ist der Polizist. Also mein erster Gedanke wäre, es dem Doktor zumindest zu zeigen, weil der kam mir ja ein bisschen so wie so eine Weichflöte vor. Das heißt, im kleinsten Gegenwind knickt er um und gibt alles zu, wo das Bernsteinzimmer ist, wer Hitler ermordet hat. Also in der Reihenfolge. Ja, ich habe das auch so als Gefühl gehabt, dass der Klingmann, der ist ja auch ganz frisch zum Club dazugestoßen, der genau, ist leicht zu manipulieren. Sehr leicht zu manipulieren. Der hat Angst. Der hat pure Angst. Der Klingmann. Ach, guck mal. Ja, natürlich. Guten Morgen. Was ist denn jetzt los? Jagen. Die haben schon den Koffer gepackt. Gut. Ihre Mützen ganz tief. Da sind sie ja. Marschbereit? Ich denke. Hab eigentlich nichts dabei. Von Eigner sagte, sie hätten Gewehr in der Hütte. Oh, wir kümmern uns schon. Aber keine Unterhosen. Meine Herren, lassen Sie uns gehen. Er hat doch nochmal Glück gehabt, dass er da rechtzeitig mitgekommen ist. Aber er nimmt nichts mit. Für den Jagdausflug. Er ist nie vorbereitet. Da ist Professor Klingmann, der Professor, guckt sich auch schon um. Der auch schon den Exhibitionistenmantel dann anhat. Und, Jagdhütte. Das ist schön. Neue Location. Mmh,
spüren sie diese Jagdhütte, die noch nicht um uns drum herum gerendert wurde. Die wird bestimmt echt schön sein. Sie beide schlafen im Zimmer von Price. Gabriel nimmt das von Hinnemann. Ach du lieber Himmel. Er hat nichts dagegen. Ja, Herr Baron. Ja, damit Gabriel so ein eigenes Zimmer hat. Ihr Zimmer ist die Treppe hoch auf der linken Seite. Heute wird ausgeruht. Morgen wird gejagt. Okay. Übermorgen wird gespachtelt. Er hat auch die anderen einfach direkt gesprungen im Quadrat. Ihr nehmt euch zusammen Zimmer, damit Gabriel allein schlafen kann, damit ich ihn nachts besuchen kann. Mein neuer Liebling. Ey, wenn da noch die Frau ist, dann nochmal mit Schleife auf dem Bett. Nee, liegt sie doch nicht wie so diese Schokolade, weißt du, ja, in manchen der Hotels. Ist da so eine Frau mit dabei. Ein schönes, rustikales Zimmer ist das. Ich könnte nie in diesem Raum schlafen. Jedenfalls nicht ohne verbarrikadierte Tür. Ja, sicher ist sicher. Das ist die richtige Einstellung, ja. Gar nichts. Absolut gar nichts. Ey, die wollen den eh abknallen und das wie ein Jagdunfall aussehen lassen. Das ist doch so klar wie... Ja. Ja, wie Klosettbrühe. Ich könnte jetzt schon eine Dusche brauchen, aber erst sehe ich mich um. Okay. Dann Fenster. Das ist ganz wichtig. Habt ihr schon die Szene gedreht, wie Gable ans Fenster geht und rausguckt? Davon hängt das ganze Spiel ab. Seine Augenbrauen erzählen die komplette Geschichte. Ja. Ohne Worte. Sein Mann, der aus Augenbrauen und Schlitzen besteht. Da draußen möchte ich mich nicht verlaufen. Ab. Aha. Da ist ein Fenster, Sims. Schade, dass es nicht ein bisschen größer ist. Schade, dass er nicht ein bisschen größer ist. Okay, kann er runterspringen? Ich wollte gerade sagen, da kann man wahrscheinlich Sachen draufstellen. Aber wir haben nichts. Wir haben nichts. Ja, also mal gucken, wir gehen gleich mal raus. Ich hoffe mal, dass die Tür nach draußen führt. Und gucken, das ist jetzt, hat so ein bisschen was von Klassenreise, ne? Wir haben die Zimmer oben genommen, ne? Ihr beide schlaft da gemeinsam, weil wir Überbelegung haben. Jetzt gucken wir, was abgeht. Welches Zimmer hatten wir? Hinten. Hinten links. Okay. Hi. Boah, hat der keinen Bock drauf. Boah, überhaupt keinen Bock. Was ist denn das Problem, mein Freund? Ey, so wie der Gang aufgebaut ist, das ist doch in vielen Filmen so. Da kommt irgendwie diese lustige Musik und alle gehen ins Schlafzimmer vom anderen mal rein. Die Tür geht auf und dann kommen links, kommt vorne rechts raus. Guckt hinten links durch die Tür, aber der Kopf kommt vorne rechts raus und wieder zu. Und dann, wie geht das denn? Und einer, der sie jagt, das natürlich. Ja. Der immer in die falsche Tür geht, genau im richtigen Moment. Da gab es von South Park eine schöne Variante davon, wo Cartman durch die Türen verschwindet, während die Nambler-Typen versuchen, ihn als jungen Boyfriend. Ah, da klingelt was. Ah! Alter, diese Typen sind auf ein sexuelles Erlebnis mit uns aus. Ich weiß, Mann, lass uns hier bloß abhauen. Ah, da sind noch mehr von denen. Versteckt euch, schnell! In Ordnung, Marlon Brandos. Die müssen hier irgendwo sein. Sehen wir mal dort nach. Holen wir uns diese perversen Säulen. Vorwärts! Sacre bleu. Ein weiteres Zimmer. Das Zimmer von Price ist das, alles klar. Der ist gerade nicht da. Natürlich gucken wir in seinen Schrank. Warum auch nicht? Das Seil wäre mir suspekt. Ja. So, das einzige Item. Ach, ist nee, eine Peitsche? Im Moment. Ist eine Peitsche und ein Seil? Okay, die Peitsche war irgendwie. Ey, und das Seil, es rollt doch überhaupt nicht aus in seinem riesigen Mantel. Dafür hat kann ich die Peitsche nehmen? Nee. Nein, die Peitsche ist nicht mal ein Item. Handschuhe noch. Mörderhandschuhe. Echte 1A Mörderhandschuhe. Ja. Die OJ Edition. Ist noch ein bisschen. If the gloves don't fit, you must acquit. Man hat es schon gesagt. Er hat jetzt nachgeguckt. Okay, nichts. Preis ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Herr Preis hier drin ist. Und ich möchte sicher nicht wissen, was er gerade tut. Ah, nee, das müsst ihr auch nicht wissen. Das ist der Baron, der aromatische Baron, der gerne. Das der müsste Preis sein. Ey. Oh Mann. Gucken wir unter seinem Bett nach, klar. Er ist wirklich kein guter Spion. Überhaupt nicht. Jetzt ertappt er dich doch eh bei so einer völlig. Macht er die Tür auf und sagt: Ah, Gabriel, genau das habe ich mir gewünscht. Die haben das Bett gemacht. Ja.
Das Einzige, was die fehlende Zutat, sind sie. Für einen gelungenen Abend. Okay, da ist auch nichts. Der hat auch ein Fenster. Ah, schön, schön, schön. Oh, jetzt wird es darauf hinauslaufen, in jedes Zimmer zu gehen und nichts zu finden. Ja, jetzt schau dich um und da ist nichts. Okay. Dieser Sims läuft um das gesamte Gebäude. Allerdings ist er zu schmal, als dass man ohne Hilfe darauf laufen könnte. Und dann gleich das schon mal abgehakt. Okay, also zu schmal, um ohne Hilfe darauf zu laufen. Ja, ich denke auch gerade. Das müssen wir uns merken. Sonst hätte ich ja exakt das Gleiche nochmal gesagt. Okay, also hier ist auch nichts außer dem Fenster, während Preis sich gerade einschubbert. Hier. Klopfer die Klopf. Ja? Herein. Kommen Sie rein. Können Sie rausgucken. Oh nein. Oh, natürlich. Oh nein. Ist das der Klingmann? Ist er das? Eigner, nee, von Eigner. Ah, das ist der Besowski. Oh, Entschuldigung. Ich wusste nicht, dass Sie beschäftigt sind. Hallo. Keine Ursache, ich habe gerne Gesellschaft. Kommen Sie mit, ich bin ein Wassertier. Okay. So, amüsieren Sie mich, Herr Knight. Hey, gehen ein Bär, ein Gonzo und ein... Ey, seine Kermit-Stimme. Amüsieren Sie mich, Herr Knight, während ich hier bade und selbst beim Baden den Kack-Bierkrug nicht aus der Hand packt. Der macht's richtig. Okay. Du darfst einfach nie den Alkoholpegel sinken lassen, denn hast du nie einen Kater. Ich habe mich schon immer gefragt, nicht nur in Richtung Alkohol, sondern du weißt ja, der Körper, der Stoffwechsel, den man und so weiter hat, wenn du was trinkst, dann muss es natürlich durch den Körper und dann wird es ausgeschieden als Urin. Kannst du irgendwie das Niveau erreichen, wo du so eine konstante Trink- und Pinkelschleife erreichst? Also, ja, frag ihn doch, der hat gar kein Wasser. Der ist gar kein Wasser, ne? Der hat sich da einfach reingesetzt. Der hat sich reingesetzt und du weißt immer so alle zwei Minuten einmal kurz der Schluck und dann bleibt es konstant, der Flow. Oh, allein die Vorstellung, wie lange das dauern würde, bis es endlich, und dann ist es nicht mehr warm, dann ist es wieder kalt. Wie, als ob du so deine eigene Art Boiler wärst, ja? Du trinkst gar nicht Wasser. Ich bin mein eigener Boiler. Machst es selber warm. Boily. Ey, der Club. Erzählen Sie was vom Club. Wie ich hörte, haben Sie den anderen ja schon Löcher in den Bauch gefragt. Also das ist wirklich ermüdend. Hab ich. In Ordnung, wir können über was anderes sprechen. Vermutlich sind Sie ein Fan der Clubphilosophie. Na, sehen Sie mich an, ich liebe Essen und Trinken. Ich besitze eine Metzgerei und ein Brauhaus, was bedeutet, dass ich Leute liebe, die Essen und Trinken lieben. Und wenn ich das zur Staatsreligion machen könnte, würde ich das tun. In Bayern? Ich verstehe. Gut. Essen und Trinken. Okay, er ist ein Mann simpler Freuden. Okay, jetzt mal gucken. Also er müsste der sein, der... Also für ihn haben wir die 14.000 Mark bezahlt. Eigentlich, das müsste der sein. Ah, weil das mit von Eigner, ja okay. Genau, weil... Hast also recht, ja. Großberg. Er müsste es sein. Wir probieren es mal. Wissen Sie, was für ein Tier wir morgen jagen werden? Hirsche, vermute ich mal. Oh, das ist ja schade. Ich meine, zu schade, dass es nichts Interessanteres gibt, das wir jagen könnten. Wie meinen Sie das? Na, Großbergs Tod wird es schwierig machen, noch was Anspruchsvolles zu finden. Leoparden, Löwen oder sowas. Deswegen lebend. Doch nicht für den Wolf. Wissen Sie. Sie stecken gerne Ihre Nase in andere Leute Sachen, ja? Ja. Finden Sie? Wenn ich Sie wäre, würde ich es tunlichst vermeiden, jemanden wie von Zell in die Quere zu kommen. Moment, von Zell? Da kommt die Information häppchenweise. Also... Es klingt so, als ob er für von Zell lebende Tiere besorgt, damit von Zell sie jagen kann. So. Aber von Zell hat ja auch unter ihrer Fuchtel, weil der gibt ihnen ja auch nochmal Geld weiter. Der hat ja sein Schuldenbuch da auch noch. Das ist alles, das ist eine große Verschwörung hier. Ah, aber gerade von Zell. Gerade den ich am liebsten habe. Der Beste von allen. Ja, aber der holt sich, der macht's richtig. Der mit kleinen Gefälligkeiten, hier mal eine Prostituierte, hier mal ein bisschen Geld. Von Zell ist nicht, du denkst gerade an von Glover. Sicher? Glover ist der Coole und von Zell ist der Nazi. Der assige Arschloch, ja, Baron, das, okay. Ja, ja. Die sind für mich alle gleich. Ah, okay, dann dasselbe, was ich gesagt habe, nur... Nur auf den bezogen. Statt kleinen Nettigkeiten, kleinen Prostituierten kommt eben mal ein... Yeah. Ja, der besorgt halt, also der will halt jagen. Der sorgt sich dafür, dass der Jagdclub nicht nur ein Club ist. Ein Sitzclub, ein Badeclub, ein Essclub, ein Trinkclub.
Irgendwann muss auch gejagt werden. Dann fragen wir mal, wir sind in die Kontakte hier, Leute. Waren Sie der Hauptkontakt des Clubs zu Großberg? Ja. Der Handel mit exotischen Tieren ist nicht gerade legal in unserem Land. Die anderen wollten damit nichts zu tun haben. Und illegal ist okay. Also jetzt interessiert mich, was hat von Zell mit Großberg zu tun? Was hat Baron von Zell mit Großberg zu tun? Gar nichts. Okay. Aber er kannte Großberg. Sie haben ihn nachts im Club nach Großberg gefragt. Woher wissen Sie das? Ach, was für große Ohren Sie doch haben. Sie gaben von Zell Großbergs Namen. Warum? Weil er mich danach gefragt hat. Ah, das war die große Spiegel-Abhöraktion, die wir ja, genau, im Club durchgeführt haben. Wo wir es reingepackt haben und von wo es dann weiterging. Ja, komm, mach direkt Butter bei die Fische. Könnt ihr Zusammenarbeit etwas mit der Tatsache zu tun haben? Könnte! Könnte Ihre Bereitschaft, Großbergs Namen zu verraten, etwas mit Ihren Schulden bei von Zell zu tun haben? Woher wissen Sie von dem Geld? Sie sind doch erst ein paar Tage im Club. Klug. Hat der Baron was erzählt? Smart. Ist doch kein Geheimnis. Von Zell ist schließlich Bankier, oder? Das ist richtig, er ist Bankier. Und ich bin ein erfolgreicher Geschäftsmann. Na also. Und für einen kleinen Gefallen hat er Ihnen Ihre Schulden halbiert. Ich verstehe. Ist ja auch nicht Ihre Schuld, dass Großberg tot ist. So ein bisschen. Für ein kleines bisschen. Dieser stirre Blick. Ey, gut, dass er ihn auch in der Badewanne konfrontiert. Immerhin kann er jetzt kein Messer aus der Tasche ziehen oder sonst was. Es ist eh total unangenehm, wie er einfach in die Badewanne geht und ihn befragt. Weißt du, wie er da sitzt, mit dem Bierhumpen, mit den Trauben dazu. Ja. Er ist ein bisschen wie heißt er, Hedonism Bot aus Futurama. Ja. Du weißt schon, der sich immer ölt mal meinen Arm, ich muss mir noch mal ein bisschen wieder Schmiere drauf tun. Finde ich auch mal sehr gut, ja. I apologize for nothing. Der Römerbot. Okay, komm, weiter fragen. Ja, fertig. Warum wollte von Zell Großbergs Namen? Er hat mich nicht eingeweiht, tut mir leid. Sie müssen sich doch was dabei gedacht haben. Von Zell kennt sich selbst nicht mehr. Ich dachte, da er nicht mehr von Glowers Liebling ist, wollte er vielleicht aufhören und seinen eigenen Club aufmachen. Mit Blackjack und Nutten? Und Sie hätten ihm dabei geholfen, sich selbstständig zu machen. Wäre mir recht gewesen, wenn er gegangen wäre. Und da bin ich keineswegs der Einzige. Also gut, der ist nur wirklich Handlanger und weiß nichts. Oh, ja, krass. Okay. Dem ist doch alles egal. Die mögen doch alle diesen Baron. Schon mal vom Schwarzen Wolf gehört? Nein, kenne ich nicht. Mein Lieblingsverein. Sicher. Vielleicht gibt es hier in der Gegend Schwarze Wölfe, vielleicht auch nicht. Ich habe nie welche gesehen, ich habe sie nur gehört. Was heißt das, Sie haben sie gehört? Diese Wölfe. Im Wald. Ich bin froh, dass ich sie nie gesehen habe. Sie machen so furchtbare Geräusche. Da stehen einem die Haare zu Berge. Sie meinen, dass Sie hier in der Gegend Wölfe gehört haben? Ja, natürlich. Ihr seid im Wald. Gehen Sie in der Dunkelheit da ja nicht raus, Herr Knight. Diese Wölfe. Manchmal scheint es, als wären die ganz in der Nähe. Aber Klingmann hat mir gesagt, dass Wölfe in Deutschland ausgestorben sind, außer vielleicht in den Alpen. Ja, wo sind wir denn gerade? Wir sind nicht in Alpennähe, oder? Ja, da täuscht sich der Herr Doktor offensichtlich. In den Wäldern gibt es Wölfe. Ich hab sie doch selbst gehört. Viele Male. Immer und immer wieder habe ich sie gehört. Wenn Sie sich nun zurückziehen wollen, Herr Knight, das Wasser wird langsam kalt. Und kommen Sie mit rein? Oh, klar, kein Problem. Und schließen Sie liebenswürdigerweise die Türe. Darauf einen Humpen. Okay. Ja, war wirklich interessant, aber auch sehr bizarr. Ja. Aber jetzt haben wir viel erfahren. Wir haben viel erfahren und dass der Typ einfach wirklich nur Handlangeritis ist. Also. Ja, er hat zum Glück uns die ganzen Dummheiten verraten, die anderen machen. Okay, ist das die Tür? Wird noch zu unserem Nachteil. Ja. Das bringt irgendwann nichts. Ich habe gesehen, wie er sie abgeschlossen hat. Ach so. Okay, nein. Ah, okay, da müssen wir über den Fenstersims wahrscheinlich. Ah, genau. Aber können wir jetzt nicht, wir können ja mal gucken. Wir schauen erstmal in den anderen Türen nach. Das war von Zell, der das abgeschlossen hat. Deshalb können wir nicht rein. Das können wir ja nachher mit dem Fenstersims mal probieren. Kommen Sie. So, das müsste aber Klingmann sein. Liegt er da auf dem Bett? Was wollen Sie, Knight? Uwe Barschel. Nur ein paar Antworten. Wirklich?
Na, dann sehen Sie sich mal die Wunde dieses Zimmers an und dann gehen Sie. Ich brauche Ruhe. Und dieses wunderbare Grün auf Grün Ensemble. Ja, es ist ganz schön. Schön Erdenfarben. Okay, komm, quatsch den voll. Können wir uns was sagen? Ein Plausch wäre schon okay, aber Klingmanns Benehmen schreit nach einer anständigen Nullpunktjustierung. Eine Nullpunktjustierung. Okay, gib ihm die Wolf. Ich zeige ihm die Wolfsmarken. So, ja, jetzt, so. Jetzt hat er nichts zu sagen. Jetzt wird er bestimmt wie so ein geprügelter Hund. Ja? Ich würde jetzt. Ihm gerne die Marken zeigen, aber erst brauche ich noch ein paar Fakten. Okay. Okay, na gut. Dann, Was könnten wir ihm zeigen noch? Haben wir noch also er sagt, wir brauchen erst ein paar Fakten. Ich würde vielleicht erstmal noch rumlaufen und gucken, dass wir nochmal mit den anderen geredet haben. Ja, dann gehe ich wieder raus. Ich habe nichts gemacht. Okay, also das war der Raum. Dann der letzte hier im Stockwerk. Enter. Kommen Sie rein. Kommen Sie rausgucken. Aha. Ja. Alle gut angekommen? Liebes Tagebuch? Aha. Hübsch hier. Gabriel kam gerade in mein Zimmer. Ja, nicht wahr? Ich sagte, gut angekommen. Sie sollten spazieren gehen. Die Wälder sind herrlich und Sie könnten für die Jagd morgen ein paar Spuren suchen. Gute Idee. Okay, in den Wald gehen, sagt er uns. Geht da noch was? Ein bisschen Gesprächsstoff. Er ist beschäftigt. Ach. Okay. Kann ich ihm die Dinge zeigen? Wahrscheinlich nicht, ne? Nein. Ja, während er da ist, umgucken im Raum wird wahrscheinlich schwierig, ne? Friedrich würde es sicher nicht mögen, dass ich hier herumschnüffle. Friedrich. Friedrich von Glover. Ja, wir könnten, also hier können wir nicht rein. Wollen wir das mit dem Sims mal probieren? Probier gerne mal. Ich glaube, du hast doch schon probiert, oder? Du hast ja schon versucht, drauf zu klicken. Da hat er ja gesagt, ohne Hilfsmittel aber es kann, geht das nicht. Aber es kann sein, dass wir... vielleicht brauchst du eine Balance-Stange. Wir haben ja... Haben wir ihn erst danach? Meinst du richtig so... Ja, so richtig lange. Vom Fenster aus, ne? Ob das geht? Na gut, wir werden es probieren. Ja, komm. Mach mal auf. Ab. Achso, nein, ich wollte ab und nicht weiter. Nichts ab. Dieser Sims läuft um das gesamte Gebäude. Allerdings ist er zu schmal, als dass man ohne Hilfe darauf laufen könnte. Okay, haben wir was? Seil, vielleicht. Ich glaube nicht, aber mein, warum nicht? Lass es probier doch mal. Kann man mal das Seil denn, wo kann man das Seil denn festbinden? Okay, ich klicke jetzt. Sag nee, mal. Oder? Das warte mal. Nee, geht nicht. Ich hasse es, wenn ich Ideen wie diese habe. Nein, es geht. Was macht er denn jetzt? Macht er jetzt so Indiana Jones-Style oder was geht? Aha, er bindet sich hier fest. Okay, lass mal gucken. Also, es ist nicht sein Zimmer, wo wir drin sind. Nee, es ging überhaupt nicht. Guck. Doch. Alter, das wird ja immer verwirrter. Ah, okay, mach das Fenster zu, damit es gleich aufmachen kann. Okay, er bindet es oben an diesen Nagel fest, den man vorher nicht mal sehen konnte durch den Bildausschnitt. Ja, gut. Ja, macht das schon. Gabriel. Super. Gabriel. Night. Das es ist so unspektakulär, die Mann. Die Single würde ich kaufen. Geh doch einfach raus jetzt. Also die Hilfe ist, dass sich das Seil jetzt umbindet, damit er nicht abrutscht. Ja, was aber nach ein paar Meter keinen Sinn mehr gibt, weil dann würde er eh runterfallen. Er muss ja auch eh diesen Fenstersims das noch. Das Seil ist ja irgendwann... Oh nein! Der Boden! Wow, jetzt sieht man, wie tödlich es ist. Ja, wirklich. Guck dir das an. Gut, dass er das Seil hat. Er hätte sonst nie Glück gehabt und diese 2 Meter geschafft. Von Zell, ich muss mal ein strenges Wort mit ihm reden. Der geht weg, aber lässt das Licht in seinem Zimmer an. Ja, dem ist die Energiekrise doch scheißegal. Das ist doch egal, ja. Wo kommt der Strom denn hier? Ja, aus der Steckdose. Der betreibt sein Kraftwerk mit Wölfen. Mit Zootieren. Ist egal, ich habe noch 3-4 Tiere im Keller. Sie müssen ein bisschen nachzahlen. Sie haben 4 Kilowatt Wölfe mehr verbraucht. Du musst jetzt reinziehen, sie haben gerade jetzt von außen gezeigt, man sieht, wie unspektakulär es ist. Und jetzt versucht er hier so eine Mission Impossible-Szene draus zu machen. Das kann dir doch gar nicht... Ach, egal. Ey, und so.
Also liebe Entwickler des Spieles, wenn es eine Szene gegeben hätte, zumindest ein bisschen Spannungsmusik drunter zu packen und nicht einfach irgendwie zirpen, grillen, ich meine grillen, zirpen. Ding Dong, die Hexe ist tot, die Hexe ist tot, sie ist kein Brot. Ding Dong, die Hexe ist tot, die Hexe ist tot, sie ist kein Brot. Ding Dong, die Hexe ist tot, die Hexe ist tot, sie ist kein Brot. Ding Dong, die Hexe. Es ist wirklich, hier wäre es jetzt echt angebracht. Und er zeigt auch die komplette. Was macht er denn die da? Die komplette Länge. Ungelenk, untalentiert. Gehst du rein? Kannst du rausgucken? Okay, der kann da bestimmt nicht rein. Ja, jetzt bis hierhin hast du nicht gedacht, ne? Und wenn das Fenster zu ist, hast du Pech gehabt. Zählst Zimmer, wenn ich mich nicht täusche. Es ist einfach offen. Ein Glück. Also, es ist wirklich dilettantisch. Boah, der hat im nicht Quadrat, mal, er wirklich. Er hat nicht mal um sich drum herum gebunden, sondern einfach nur festgehalten. Kann man ja sicher sein. Warum nicht um sich um den Bauch binden? Okay. Wir werden eh gleich ertappt, deswegen lass doch schnell alles. Lass schnell. Ja, jetzt habe ich tatsächlich ein bisschen Panik bei solchen Sachen immer. Wie bei Manic Mansion, wenn das Gefühl hat, gleich kommt Edna um die Ecke. Hemden. Merkwürdig. Der trägt Hemden? Verdächtig. Was dabei? Nein. Das ist ja mal ärgerlich. Aber nur geguckt. Im Schrank ist auch nichts. Badezimmer. Bettdecke und Bad bleibt noch. Okay. Wir haben nur dieses Foto. Drei. Tu so, als ob du um die Ecke gehst. Klingt nicht weiter drauf. Eine Spüle. Ah. Das Waschbecken ist leer. Leer, okay. Mach eine Überschwemmung. Mach das. Meinst du? Mach den Stöppel zu. Ja. Und den Hahn die Mikrowelle auf an und dann hau ab. Ja, und das Ei in die Mikrowelle? Das Waschbecken ist leer. Das Waschbecken ist leer. Okay, er macht leider nichts. Doch, klick mal unten auf den... Meinst du? Das Waschbecken ist leer. Das muss doch gehen. Kann ich das Seil vielleicht hier irgendwie benutzen? Dass ich... Okay, nee. Aber ja, das wäre es irgendwie, ne? Dass die alle dann beschäftigt sind, während das Wasser überschwemmt. Kannst du es bei der Badewanne vielleicht machen? Es muss doch einen Grund geben, hier reingehen zu können. In der Badewanne ist ja nicht mal ein Wasserfleck. Ah. In der Badewanne ist ja nicht mal ein Wasserfleck. Okay, immer das Gleiche. In der Badewanne ist ja nicht mal ein... Nicht mal den Stöppel kann er nehmen. Das macht mich jetzt also irre. Das muss doch gehen. Das hier. Ja. Ah. Da wird's doch wärmer. Da ist doch was. Da ist doch was. Ein Werwolf. Kommt raus. Kehle durch. Aha, nein. Ein rotbrauner Fußabdruck. Okay, mit. Na hallo. Wer ist denn da barfuß im Schlamm rumgesprungen? In orangem Schlamm. Das okay. Wird vielleicht noch interessant. Aber hilft uns jetzt auch nicht. Nee, aber wird noch. Wir haben einen verdächtigen Fußabdruck gefunden. Und die Musik zeigt, es war verdächtig. War sehr verdächtig. Sehr verdächtige Musik. Oh, jetzt kommt er gleich von hinten rein. Ja, habe ich auch gerade erwartet. Von hinten und Nock, haut ihn um. So. Wir gehen nochmal ins Bett, genau. Ah, da ist. Oh, da ist ein Buch. Was, da ist ein Buch. Büchlein. Aber der guckt erstmal so. Und denkt dran, schlaf mit den Händen über der Bettdecke. Warum hat der so ein, warum denkt der immer, da wäre was versteckt? Im ganzen Spiel war bisher noch nie was im Bett versteckt. Wahrscheinlich, wenn er irgendwelche Blackouts hat, hat er da seinen Koks immer gelassen. Irgendwo noch zwischen den Ritzen. Okay, das Buch. Mann, er geht nicht zu dem Buch. Okay, jetzt. Ja, gut. Gut. Alles richtig. Ist das noch ein Filofax? Man damals so cool gemacht. Ja, das ist ein Filofax. Geil. Das ist alles. Das ist mein ganzes Leben drin. Ja. Okay. Preiseigner hat ein bisschen zurückbezahlt. Hennemann, ich muss mit den Leuten reden, damit ich ja nicht mein Zeug bekomme. Ich klicke mal drauf, wahrscheinlich ist das vor. Geben Sie es ihm genau der Eintrag, den ich schon im Jagdclub gesehen habe. Okay. Das kann nur richtig sein, dieser Zettel hinten.
Baron okay. von Zell, wie in der Zeitung steht, dass die entlaufenen Wölfe schlimme Sachen machen. Es amüsiert mich daran zu denken, dass Sie und ich wissen, dass die Zoowölfe überhaupt nicht schuld sein können. Oh. Und dass sie dies und dass dies außer uns niemand weiß. Fragezeichen. Mhm. Ich fühle mich moralisch verpflichtet, es der Polizei mitzuteilen, aber ich bin Geschäftsmann und könnte dazu überredet werden, gegen meine Instinkte zu handeln. Als Zeichen Ihres guten Willens würden beispielsweise 500.000 Mark. Alter. Das sind 1 Million Euro. Das sind 2 Millionen Mark. Und so geht es die ganze Zeit weiter. Euro. Ja, ich werde auf Ihre Antwort 2 Tage warten. Das sind in Euro 4. Ding Dong, die Hexe ist tot, die Hexe ist tot, sie ist kein Brot. See, the three-way at sacrifice, you got a 33 and a third chance of winning. But I got a 66 and two-thirds chance of winning, because Kurt Angle knows he can't beat me and he's not even gonna try. So Samoa Joe, you take your 33 and a third chance minus my 25% chance, and you got an 8 and a third chance of winning at sacrifice. But then you take my 75% chance of winning if we used to go one-on-one and then add 66 and two-thirds percent, I got 141 and two-thirds chance of winning at sacrifice. Ja, das ist aber von Großberg. Ja, das war sein Ende. Das war eine halbe also. Million war sein ich glaube, das ist der Beweis dafür, dass das von Zell hat Großberg umbringen lassen. Der wollte ihn erpressen. Also hat er, der von Zell hat also Kontakte zum Werwolf? Ja. Weil der Werwolf hat den ja, oder er hat es versucht, wie ein Werwolf aussehen zu lassen. Wahrscheinlich, aber ja. Als ich er gesagt, glaube, hey, er kennt den Werwolf. Also zumindest von Zell ist ganz tief da drin verstrickt. Der hat von Alkmaar, der hat den Kontakt zu Großberg geschaffen. Großberg hat die Wölfe exportiert, aber die wurden natürlich, dem wurde die Schuld gegeben an Morden und die Kinder gerissen wurden. Ja, ja. Wir wissen nicht, wir wissen gemeinsam, Großberg und von Zell, dass die Wölfe nicht sein können. Für mein Schweigen 500.000 Slotty. Slotty. Das passt schon. Slotty. Ich klicke noch einmal drauf. Wenn ich mich nicht täusche, hat Großberg versucht, ein nettes Sümmchen aus der Aufregung zu schlagen, die das Verschwinden der Wölfe verursacht hat. Von Zell scheint dieser neue Partner zu sein, von dem Großberg Dorn erzählt hat. Mhm. Kann mir nicht vorstellen, dass von Zell die Idee gefallen hat. Nee. Okay, und jetzt wird er erwischt? Nee. Nee, jetzt muss er erst noch entkommen. Jetzt muss er, kann er einfach hier raus? Ja, und das Seil am besten direkt an Ja, das Seil ist, ja, okay. An unser Zimmer angebundene Seil einfach in diesem Raum lassen. Nein, ich habe kein Seil gesehen. Ich hab kein Seil. Wer hat das denn da hingebunden? Nee. Das muss mir jemand aber... Das war der Vormieter. Sind Sie sicher, dass das nicht schon so war? Ja, das war hier schon so, als ich angekommen bin. So, ich würde einfach knallhart sowas einfach durchziehen. Einfach dabei bleiben bei meiner Geschichte. Ziehen Sie es mir von der Kaution ab. Ja, ja. Weiß ich vielleicht. Ist es die... War ich wieder am Schlafklettern. Ist das die Jan-Ulrich-Verteidigungsmethode? Ja, einfach, ich habe nie etwas, ja. Ja, nachdem er steht schon im Haufen von leeren Steroidenpillen dann dabei und Eigenblut und allem. Nein, ich war es nicht. Ja, während er sich den Bär aussieht. Nachdem wir uns unterhalten haben über hier die ganze Radsportgeschichte, weil das in Der Spiegel. Der Spiegel war ja noch. Ich habe mal geguckt, Bericht, okay, wann hat denn Jan-Ulrich zugegeben, dass er auch dann genommen hat? Und das war erst vor 2-3 Jahren. Hat er zugegeben, dass er da auch genommen hat. Und der Artikel, das war der beste Titel, den ich gelesen habe, ja. Selbst im Bescheißen ist Jan-Ulrich der Zweite. Ja, also jetzt, wo er es zugibt, haben die anderen das auch schon vor ihm gemacht. Der ewige Zweite. Der ewige Zweite. Ah, das ist ein bisschen traurig. Aber er hat gut verdient, nehme ich an. Er hat gut verdient. Wir werden langsam leider zum Schluss kommen. Die einzigen Junkies, die gut verdienen. Ja. Rennsport, Fahrradfahrer. Naja, auch die, ich denke mal, der Großteil des Sports ist eh dann durchsetzt von den Junkies. Die können es nur besser verstecken als die Radfahrer. Die haben, weil die mehr Geld haben, um es zu verstecken. Oh nein, Moment. Ja, Achtung, jetzt Moment, diese komplizierte Kletteraktion kann ja auch schief gehen. Wir haben ja gesehen, es ist der Tanz auf dem Vulkan. Nochmal Glück gehabt. Alter, jetzt willst du mich eigentlich verarschen. Geh mal rein. Jetzt darüber. Da werde ich aber langsam wütend. Und jetzt ein Schnitt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dass ich nochmal reinklicke, dass er reingeht, ey. Wir müssen Interaktivität schaffen für die Nutzer. Ich hätte mich einfach reingerollt. Ey, Alter. Als ob er ein 80-jähriger Opa ist. Oh Gott, oh Gott. Jetzt fällt da wackelt die Kulisse sogar. Da fällt er. Digga, was haben wir denn hier? Was spielen wir hier? Ich weiß es nicht. Ist das Game One oder was? Worauf wir uns eingelassen haben. Das war Hauen und Pappe Jahre zuvor bereits. Jahre zuvor bereits. So. Wow. 0-0 Schnösel.
hat es wieder einmal geschafft. Ha, jetzt. Ja. Ey, du bist in deinem eigenen Zimmer. Hat mich irgendjemand gesehen in dieser Bude? Scheint komplett leer zu sein. Gut. Zimmer. Oh Mann, wir müssen leider zum Schluss kommen. Wir haben's. Ja? Wir haben's zumindest, aber wir können uns merken für das nächste Mal. Ich glaube, das ist der Beweis, mit dem wir jetzt Dr. Klingmann. Ja? Weil jetzt haben, können wir richtig. Jetzt können den wir Faden, richtig mal. Genau, den schönen Wollpulli komplett Spalte für Spalte aufdröseln. Ja, können wir wirklich. Werden wir Dr. Klingmann gleich mal richtig ordentlich zeigen, wo der Ziegenbock den Honig hat. Gleich nicht, nächste Woche für euch, also, für uns, aber jetzt gleich, denn wir spielen weiter. Dann bis dahin sagen wir aber tschüss. Tschüss. Oh, ich falle vom Sims. Ich halte mich noch fest. Hältst du dich fest? Darf ich nicht? Nein, ich bin gefallen.